Oh, hallo meine Freunde, wie geht's euch? Was geht ab? Blackpool am Start. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich würde sehr gerne über Barello sprechen. Barello hat vor ein paar Tagen ein Statement rausgehauen, wo er ein paar Punkte angesprochen hat. Und die würde ich gerne mit euch durchgehen. Also die wichtigsten Punkte. Und zwar hat Barello über Manuelsen gesprochen in seinem Statement. Er meinte, er hat auch offen zugegeben, dass er halt nur gelabert, nur gelogen hat. Ich war wirklich ein bisschen erschrocken darüber. Er hat zwar natürlich die Wahrheit gesagt, muss man ihm lassen, aber die Art und Weise, wie der Barello denkt und was für eine Art und Weise er hat, sein Charakter, ist wirklich erschreckend. Also ich sag euch wirklich, ich würde mit ihm niemals Kontakt haben wollen, ihn weder als einen Freund haben oder als sonst was. Den Typen kann man einfach nicht trauen. Er ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Denn jemanden, dem du überhaupt nicht trauen kannst, was willst du mit dem? Aber jetzt kommen wir zum Thema. Barello hat halt öffentlich gesagt in dem Video, dass er den Manuelsen belogen hat. Er hat halt extra behauptet, dass das alles von Arafat gekommen ist, diese ganze Sticheleien, und Manuelsen hat es geglaubt. Barello sagt sogar noch in seinem Video, dass er sogar darauf gewartet hat und extra gelogen hat, um zu sehen, ob der Manuelsen imstande ist, nach Berlin zu fahren und halt sich mit Arafat und die ganze Familie anzulegen, damit es so ekelhaft eskaliert, bis zum geht nicht mehr. Das hat Barello versucht zu machen. Barello, den so viele da draußen feiern und mögen. Gehen wir mal weiter. Barello hat dann das Thema mit Nabil angesprochen, als Bilal Gold ihm gesagt hat, okay Barello, wie stehst du zu Nabil? Was hat denn da der Barello gesagt? Zwischen dir und Nebi, wie seid ihr eigentlich verblieben? Boah, sehr gute Frage, ne? Was Nebi betrifft, ne? Nebi ist so einer, er ist nur da, wo Hype ist. Guck mal, du kennst ihn länger. Guck mal, du kennst ihn länger, Wallah. Bilal, du weißt schon, wie der ist, wie der tickt. Der will mich verbrennen, Mann. Der will mich verbrennen. Nein, guck mal, Nebi ist so einer, Leute. Der ist nur da, wo Hype ist. Ist ja auch nichts Schlimmes, Wallah, weil es ist auch sein Brot, ne? Er lebt davon. Ich habe eine Frage. Aber man muss eine Sache sagen, warte. Er ist da, wo Hype ist. Ja. Sagen wir mal, okay? Ja. Aber die Leute, die gerade im Hype sind und mit ihm sind, die profitieren sehr gut durch ihn. Was denn genau? Kooperationen. Der macht viele Sachen klar. Ja und? Ja, was hier und? Für was willst du Fame sein? Weil es Spaß macht, man macht Geld und so. Man macht Geld, korrekt? Ja. Okay. Jetzt hast du Nabil. Mhm. Er ist gerade mit dir, weil du Hype hast. Ja. Okay? Aber Nabil klärt dir deswegen auch was. Aber die Sachen, die er klären kann, kannst du auch klären. Was ist der Unterschied? Ja, dann bin ich ja auch ein Ja, aber du bist nicht zum Hype. Beispiel der da überall drauf springt. Einmal bei denen, einmal bei denen, einmal bei denen, weißt du? Meinst Bei. du? Nicht auf diese Art und Weise, verstehst du, was ich meine? Denn Nabil ist nur da, wo Hype ist. Habt ihr das vergessen? Diese ganze Sache, diese ganzen Statements und Videos und Ausrasterei, die ganzen Livestreams, wo der Nabil sich immer eingesetzt hat für den Barello, sich gestritten hat mit so vielen Leuten da draußen. Und das ist der Dank, dass ein Barello dann halt wieder nur Blödsinn erzählt und sagt, der Nabil ist halt nur da, wo Hype ist. Auch das ist schon wieder richtig komisch. Er hat alles versucht, dass ein Manuelsen sich mit einem Arafat streitet. Er hat versucht, den Nabil gegen andere aufzuhetzen. Arafat gegen den aufzuhetzen. Manuelsen gegen den aufzuhetzen. Was ist das für ein Typ? Und die Leute, die mit dem zu tun haben, da bin ich mir wirklich sicher, die haben nur mit dem zu tun, weil der vielleicht Hype oder Geld hat oder was auch immer hat. Aber so eine falsche Schlange, was wollt ihr damit? Der ist doch nur am Lügen. Aber wie seht ihr das Ganze? Ich weiß nicht, ich meine, findet ihr, das ist vielleicht ein Content von dem? Meint ihr vielleicht, er labert nur? Ist das nur eine Show? Ist das Promo? Ist das keine Ahnung was? Was meint ihr? Ihr könnt sehr gerne unter das Video kommentieren. Ich würde mich wie immer freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann. Peace.